und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar kam meine Bestellung von meinem Shop an oder für meinen Shop an. Und da habe ich ein Bild davon ausgesucht, das ich selber auch möchte. Und das machen wir jetzt zusammen auf, weil ich fand es richtig schön. Ich denke, das Bild kommt nach Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich es vorher schaffe, aber spätestens nach Weihnachten werde ich es einstellen. Vielleicht ist es jetzt auch schon drin, wenn ihr das Video gesehen habt. Und zwar legen wir das mal an die Seite und legen erstmal das Bild ein bisschen aus. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich lutsche ein Bonbon nebenbei, weil mein Hals da kratzt. Sonst muss ich euch ständig irgendwas vorhusten oder vorräuspern. Und das mag ich nicht so unbedingt. Euch die ganze Zeit anschauen. So. Und zwar haben wir hier, das spiegelt ein bisschen, einen schönen Blumenpanda. Hier hinten haben wir einen Panda. Hier vorne haben wir so Blumen. Ich kann euch mal das Vorschaubild zeigen. Erkennt man wahrscheinlich nicht viel. Die Klebekraft ist super. Der Druck ist auch wunderbar zu erkennen. Ist auf dunklem Hintergrund mit weiß gedruckt und auf hellem Hintergrund mit schwarz gedruckt. Ich kann es euch auch gerne mal zeigen. Also das ist wirklich alles sehr gut zu erkennen. Insgesamt haben wir 22 Farben mit runden Acrylsteinchen. Die Leinwand ist 30x40 und das Bild selber ist 24. So. Entschuldigung. Und ich fand es einfach so süß. Ich mag ja Pandas unheimlich gerne. Und ich fand es irgendwie dann auch so frisch noch mit den Blumen da dabei. Und ich fand es einfach so unheimlich schöne Farben. Ich habe das Bild gesehen, habe gedacht, das muss in meinen Shop. Und wo das jetzt gestern kam und ich das Bild angeschaut habe, dann habe ich für mich gedacht, so, oh, das würde mir auch gefallen. Ja, dann habe ich es mir natürlich privat gekauft, weil auch das, was in meinem Shop ist, nehme ich nicht einfach nur so raus. Ja, gucken wir mal die Farben an. Sind richtig schöne, kräftige und gedeckte Töne. Und es sind so kalt mit warmen Farben gemischt, was ich richtig schön finde. Jetzt muss ich mal gucken, die 13. Das ist die 939. Okay, jetzt habe ich gedacht, das ist schwarz, zwei Päckchen, aber nein, das ist die 939. Richtig schön. Aber von der 310 haben wir auch zwei Päckchen. Also war der Gedanke gar nicht so verkehrt. Und das ist die 154. Okay. Also ich finde es eine tolle Mischung an Farben. Gefällt mir richtig gut. Und ich finde auch vom Gepixeln her, also die das Bild kommt so eigentlich richtig gut raus. Und ich habe das auch gepainted gesehen. Ich fand es eigentlich echt schön, wie das rauskam. Also auf dem Bild habe ich es gesehen. Und ja, gefällt mir echt gut. Und die Leinwand ist so ja, wie ich euch ja schon so oft gesagt habe, wie ich es mag. Ich mag ja die ganz flauschigen Leinwände, mag ich ja nicht so. Und das ist so eine Leinwand, die ist perfekt. Die ist nicht steif, die geht schön mit, sie ist nicht zu dünn, sie fühlt sich auch nicht rau und
irgendwie fest an, sondern sie ist echt angenehm. Also ich mag so Leinwände unheimlich gern. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Leinwände ihr so mögt. Ob ihr lieber das Flauschige habt oder auch lieber so die Art. Wird mich auch mal interessieren. Ist ja auch immer interessant zu wissen, was andere so oder worauf andere so achten beim Painten. Oder was eben anderen dann wichtig ist im Vergleich zu dem, worauf ich achte. Ist ja eigentlich auch immer schön zu erfahren. Ja. Aber ist er nicht süß? Das spiegelt ein bisschen, weil ich habe genau da ein Fenster. Und ja, da spiegelt so ein bisschen. Aber ist er nicht süß? Der kleine, der Blick von dem Panda finde ich so süß. Und die Knuffelohren. Richtig schön. Und jetzt dann gerade wenn es nach dem Winter wieder raus zu es geht mit den Blüten so, das frischt das Ganze auch wieder so ein bisschen auf. Ich meine, ich bin ja kein Saisonpainter, aber viele achten auch da drauf. Ich finde es halt so ein bisschen was Erfrischendes und was Herzerwärmendes mit dem Panda. Ja, so nach den ganzen Weihnachtsbildern und Winterbildern. Ist auch das dann wieder richtig schön zwischendurch. So, ihr Lieben, das war's schon für dieses Video. Ach so, dabei ist noch ein normales Toolkit, ein Stift, ein Wachsblättchen und so ein grünes Schiffchen. Das ist natürlich mit dabei. Ja, und ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Nichts. Die Legende ist in Buchstaben und Zahlen gehalten, also eine ganz tolle Legende, so genauso wie ich es mag. Und ja, jetzt sind wir aber am Ende, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und habt ganz, ganz viel Spaß beim Painten. Bis dann, tschüss.